Hey Leute und willkommen zur 33. Folge von Surferfeedback. Heute stelle ich euch den Cockchock-Server vor. Das ist dieser hier. Kommen wir mal zum MODD. Am MODD hätte man vielleicht noch hier die Farbe hier ändern können, weil es sieht hier irgendwie so komisch aus, weil es da oben halt auch Gold ist. Ist aber minimal. Aber sonst gefällt mir das MODD ja nicht super. Habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Das mit dem Server-Icon, das ist eigentlich auch ganz okay. Ging vielleicht noch ein bisschen kreativer, ist halt auch einfach nur ein C. So, und jetzt sind wir hier auf dem Server. Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich auf eine Druckplatte gekommen. Diese Holzdruckplatten sind halt die. Lass nicht so nach vorne springen. Die boost nicht nach vorne, genau, jetzt habe ich das richtige Wort dafür gefunden. Wir haben hier ein Scoreboard, wo wir unseren Rang sehen, unsere Coins, unsere Webseite, genau. Die Webseite und den Teamspeak. Finde ich eigentlich ganz nice gemacht. In der Tab, da heißt das Ganze aber wieder Forum und nicht mehr Webseite. Naja, müsste man sich vielleicht einigen, ob man es jetzt Webseite nennt oder Forum. Ich vermute, die haben einfach ein Forum als Webseite. Sonst gefällt mir eigentlich die Tab, habe da auch nichts auszusetzen. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben einen Navigator. Es gibt Bad Wars, Smash, Gun Game und Bau Up. Die haben ja quasi hier so. Smash ist glaube ich nicht neu. Bau-Up, weiß ich nicht, ob es neu ist, aber ich würde sagen, dass diese drei Battles und Gun Game ist auf jeden Fall nicht neu. Also haben die einen eigenen Modi, wenn das ein eigener ist. Ich kenne den natürlich nicht. Ich würde hier vielleicht raten, einfach noch zwei Modis irgendwie so hinzuzufügen, weil das Netzwerk hat hier halt schon ziemlich ausgefallene Modis, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Deswegen würde ich da noch irgendwie zwei beliebtere oder irgendwie sowas machen oder vielleicht einen ausgedachten noch in einen etwas beliebteren. Ja, und dann gibt es hier noch sonstiges. Das ist so eine, hier können wir Korkscheine einlösen. Ich habe da aber keinen. Und dann gibt es hier noch Minigames, Snakes, so ein Lobby-Minigame halt. Ich habe aber leider keine Ahnung, wie das funktioniert. Dann gibt es hier noch Ränge, also erzählen wir halt die Informationen. Finde ich schön gemacht in der GUI. Ja, sonst gibt es hier nichts. Es ist kein Gadget ausgewählt, habe ich ja schon öfters gesagt. Finde ich immer unnötig, dass man dieses Item hat. Extras, da haben wir halt Köpfe. Und hier haben wir Gadgets. Ballons, die funktionieren erst gar nicht. Partikel. Und gut. Ich finde jetzt hier ein bisschen schade, dass du als normaler Spieler halt gar nichts davon nutzen kannst. Ich würde machen, dass man halt wenigstens etwas nutzen kann. Muss ja auch nicht alles sein gleich. Dann haben wir noch Einstellungen. Und unser Profil. Da komme ich aber nicht rein. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, weil ich keine Freunde habe oder weil es das noch nicht gibt. Wenn man hier auf herzlich willkommen klickt, dann startet man sozusagen wie eine Rakete oder keine Ahnung, wie man es nennen will. Ist irgendwie so ein geiles Easter Egg. Ich wusste es am Anfang auch nicht. Ja, ich finde außerdem auch so geil gemacht, diese Blöcke, diese schwebenden da, oder wie man die auch immer nennen will. Ich glaube, es sind so Köpfe oder sowas. Oder? Ich denke, nee, es sind keine Köpfe, es sind Items einfach, die schweben. Hier können wir zum Vorbau-Server einfach rechtsklicken. Und dann können wir halt uns einen Plot holen. Ganz normal, wie wir das wahrscheinlich kennen, P-Auto. Ja, und dann kann ich hier halt bauen und mich als Bilder bewerben. Das ist eigentlich relativ uninteressant für jemanden, der nicht ins Team will. So, gehen wir mal zu Smash. Hier in Smash können wir einen Charakter auswählen. Ich nehme dann natürlich Peach. So kennt man mich. Nicht Spaß. Hier können wir auch noch den Skin ändern. Weil nur der Kopf ist vielleicht ein bisschen doof, finde ich jetzt. Und ja, was man hier jetzt genau machen muss, weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist auch eher ein ausgefallener Modus, glaube ich. Ich glaube, den gibt es auch schon auf Servern. Ja. Dann haben wir hier noch Gun Game. Das sollte jeder eigentlich kennen. So, da haben wir halt Gun Game. Ah, Gott. Man stirbt halt ziemlich leicht hier, weil hier der Übergang so ist. Ja. Kennt, glaube ich, jeder. So. Dann haben wir noch Bau-Up. Informationen. Alle Spieler spielen gegeneinander. Mit Punkten kannst du dir im Shop Enchantment
Enchantment für einen Bogen kaufen. In der Levelbar siehst du deine Punkte. Der die meisten Kills hat, gewinnt. Falls du einen Hacker siehst, reporte ihn. Verwendung, Report, Spielergrund. Das F könnte da vielleicht noch weg. Ja. Aber ist jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Vermutlich so eine Art FA, so hört sich irgendwie an, sowas in der Richtung, als irgendwas im PvP-Style. Dass man einfach das mal in einem Video zeigt, wie diese Modis funktionieren. Bedwars, etwas kennt ja jeder. Haben wir halt eine Teamauswahl. Und hier können wir das Spiel verlassen. Hier haben wir auch eine andere Lobby in Bedwars, also eine andere Wartelobby, die ist aber nicht selber gebaut. Die anderen scheinen mir jedoch alles selber gebaut. Generell finde ich, dass der Server relativ professionell aussieht. Und die Maps sind, glaube ich, meiner Meinung nach auch alle, bis auf diese Wartelobby, da von Bedwars gerade selber gebaut. Die Flaggen sehen eigentlich auch professionell aus. Ich kann man auch nicht aufrufen. Dann gibt es ja noch Help, glaube ich. An die in der Hilfe-Seite. Ne, das haben sie nicht. Slash Hilfe geht da nicht mehr. Also Slash Help hat einen anderen Command. Eine andere Message. Naja. Dann war es das jetzt auch schon wieder von dieser Folge Surfeedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.